Cannabis smokers are the nicest people on earth. Just straight up. Das DHV-Team ist jetzt in Denver angekommen. Nach einer langen, beschwerlichen Flugreise haben wir es geschafft und sind hier im Herzen der USA jetzt gelandet. Auf dem Hinweg gab es, wie befürchtet, einige kleinere Kalamitäten mit den Einreisebehörden. In London wurde ich zur Seite genommen. Einmal, da wurde mein Gepäck durchsucht. Wenige Minuten später kam eine weitere Beamtin zu mir, hatte meinen Namen auf der Hand geschrieben und sagte, Herr Rister, please follow us. We will have to make a short talk. Auf die Erklärung hin, dass ich schon durchsucht worden war, explizit zusätzlich durchsucht worden war, ließ man dann von mir ab. Begründet wurde das Ganze mit einer Anweisung durch Homeland Security, also die Sicherheitsagentur der USA quasi, die also offensichtlich eine gesonderte Kontrolle meiner Person gewünscht hatte. Bei der Einreise hier in Denver gab es erneut ein gesteigertes Interesse an meiner Person. Ich hatte ja explizit angegeben, dass wir eben zur Drug Policy Alliance Konferenz nach Washington DC fliegen. Das interessierte den Einreisebeamten am Zoll hier offensichtlich brennend. Er fragte mich daraufhin sofort, warum wir denn nach Colorado kämen, ob wir wegen dem Marihuana hier nach Colorado kämen. Das habe ich natürlich verneint, aber es führte doch zu einem etwas längeren Frage- und Antwortspiel. Und ja, im Endeffekt sind wir glücklich, dass wir alle gesund und munter hier ins Land reingekommen sind. Es gab keine größeren Probleme. Niemand wurde am Flughafen abgewiesen und zurückgeschickt. Insofern alles gut und wir freuen uns jetzt auf die nächsten Tage und Wochen, in denen wir euch viele, viele Bilder, Gespräche und Interviews aus Colorado zeigen werden, wie hier die Legalisierung funktioniert, was hier läuft. Und ja, wir hoffen, wir animieren euch damit auch in Deutschland mehr zu kämpfen. Es kann nicht so weitergehen, wie es bisher ist. Also macht was und schaut euch an, wie es hier in Denver funktioniert. So könnte es auch bei uns sein, wenn wir alle ein bisschen aktiv werden. Ja, wir sind hier auf der Grünen Meile in Denver am Broadway. Der Broadway Boulevard führt mitten durch Denver durch und an einer bestimmten Stelle gibt es eben im Laufe von einer Meile ungefähr ein gutes Dutzend Dispensaries, medizinische genauso wie recreational Dispensaries. Alleine von hier aus sehe ich schon 3-4 verschiedene, The Kind Room, Ganja Gourmet, The Herbal Center. Hier direkt hinterm Gebäude ist auch noch eine medizinische Dispensary und wie ihr hier sehen könntet, es gibt hier sogar Werbeschilder für Cannabis. Hier kann man also auf einer Webseite Coupons bekommen und damit sparen beim Einkauf in Dispensaries. Diese Meile hier hat sich eben als grüne Meile herausgestellt, wo die Dispensaries sehr stark vertreten sind, wo viele Leute einkaufen gehen. Natürlich, wie in den USA üblich, die meisten Leute kommen mit dem Auto zum Einkaufen, egal ob es Cannabis ist oder irgendwas anderes. Aber man kann hier auch die Straße entlang laufen und zu Fuß als Tourist dieses Erlebnis genießen und hier verschiedene Dispensaries besuchen. Also, wer nach Denver kommt, kommt zum Broadway Boulevard, da findet ihr auf jeden Fall verschiedene Dispensaries, die Cannabis verkaufen und werdet dort versorgt. Ja, wir sind jetzt heute bei Ganja Gourmet und zeigen euch mal, wie so ein Einkauf in einer amerikanischen Dispensary in Colorado funktioniert, wie man hier als Recreational Consumer über 21 an sein Cannabis rankommt. Kommt mal mit. Hi there, how are you doing? Here's my passport. Thank you. Hello, welcome to Ganja Gourmet. Ja, das hier ist Ganja Gourmet, eine Dispensary mitten in Denver. Wie ihr seht, ist es eine etwas kleinere Dispensary. Hier beginnen wir mit einer Reihe von Konzentraten. Es geht los mit Butter, 1 Gramm für $35. Shatter, es gibt CBD-Öl,
Es gibt verschiedene Vape Pens und hier auch nochmal CO2-Extrakte, also eine erhebliche Auswahl an Konzentraten und verschiedenen Substanzen, wie man THC konsumieren kann. Hier geht es weiter zu dem, was sicherlich die meisten von euch am brennendsten interessiert. Hier seht ihr die natürlichen rohen Blüten, Cannabisblüten, wie sie am Baume wachsen. Wir haben hier also etwa 9 Sorten an Cannabis. Hier rechts seht ihr auch vorgedrehte Joints, die eben auch in Dispensaries verkauft werden. Der Budtender, der immer in der Dispensary anwesend ist, berät einen darüber, welche Sorte man kaufen kann, wie stark die verschiedenen Sorten sind, Sativa, Indica, die verschiedenen Unterschiede. Man kriegt hier also eine relativ umfassende Aufklärung, wenn man sich die Zeit nimmt und dies auch einfordert. Hier auf der Seite sehen wir ein anderes Angebot, Edibles. Die erfreuen sich in Colorado allergrößter Beliebtheit. Es geht also los hier mit einfachen Gummibärchen, die einfach nur mit Cannabisöl beträufelt werden. Da wird also einfach nur ein Tropfen oder zwei Tropfen Cannabisöl drauf geträufelt von der Firma und dann wird das eben als Edible verkauft. Hier unten sehen wir etwas komplexere Produkte. Hier wird eben mit Cannabisbutter gearbeitet. Hier wird klassisch Cannabisbutter hergestellt und dann eben richtig damit gebacken, so wie es sich gehört. Und hier ganz berühmt die Getränke, Dixie und andere Marken. Also erfreuen sich größter Beliebtheit in Colorado, eben weil man Cannabis trinken kann, weil es deutlich schneller wirkt als ein oral gegessenes Edible und eben deutlich unauffälliger ist als gerauchtes Cannabis. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich würde mir jetzt natürlich gerne auch mal ein Gramm kaufen, damit ihr auch mal seht, wie das funktioniert. Hi there. Hello. I would like to buy a gram of cannabis. So, what would you like to look at? Yeah, it's a lot of choice you have here. What can you recommend? Is there anything special that you could recommend? Depends. Do you like more of a head high, body high? Do you like to feel more relaxed? Or do you feel like uppity, creative? Oh, I'd like some relaxing, really couchy stuff that makes me really chill out. Really mellow. Check out the African tangerine we got here. It's an African strain mixed with tangerine. It smells really nice. Really nice smell to it, yeah. Yes. Tested 20% THC. Mm-hmm. And it's 60% sativa, I see. Yeah. So it's not gonna like completely like bring you down too much. It's gonna give you kind of a giddy high, mm-hmm. but not be too racy. Be really relaxed and mellow. Mm-hmm. And you have something even more calming and relaxing? Yeah, that would be more, the more indica. The strain. Grizzly Kush, that's 80% indica. Yeah. So this one smells more intense, definitely. Right. This one tested just a little bit higher. Mm-hmm. Okay. Yeah, sativas are going to be a little bit more like fruitier smelling. Indicas can sometimes be a little more earthy smelling. In general? Yeah. Okay. Interesting. So what else? Oh, the Pineapple Express Kush. I'd love to smell on that. Oh, that one's because, really good. I mean, too. It's gotten right famous for right. the movie, right? Right. Pineapple Express. Oh. Nice. So, are there different prices on these three strains? The ones that say mid are going for $40 for mm-hmm. an eighth, and the ones that say low are going for $30 for an eighth. Mm-hmm. Okay. So, and the gram would be like? A gram for the low would be 13. These, the top ones are going to be 15. Mm-hmm. Okay. So yeah, not too much of a price difference. Yes. The only thing that really separates that is just like THC value. Yep. So, and this is hybrid. It's not shown if it's sativa or indica dominant. It's about 50-50. 50-50. Oh. Yeah. Mm-hmm. Pineapple Express tends to be like a sativa and OG Kush is straight indica. Okay. Well, so I have a lot of information now and now I have to make my choice. I think I will go for the African tangerine, as it's really a nice bouquet, it's a nice smell, and right. I will very love floral, to try that very one. Good. Yeah. I would prefer just 1 gram. Just the 1 gram? Yes. All right. Perfect. African tangerine, 1 gram, and then just gotta enter in the weight.
comes out to $15. Okay, and it's cash only, right? No credit cards? Yes. Okay. No, because it's still federally illegal. The government doesn't want to mess around with it. So it's only cash only because it's technically considered drug money still to the feds. Yeah. Okay. I think it just kind of makes everything a little hairy, you know, too much political red tape. Yeah. Five is your change. Thank you. Und wie immer, sollte man Perfect. Nicht vergessen. Thank you very much. We appreciate that. Then you just need a label. Perfect. There you are. Thank you. Here we go. Perfect. 1,15 Gramm. Wunderbares Cannabis. I may not open this container now here. I can open it at my home. No. When you're at your home, yes. Because this is a closed container law. In Colorado darf man die Marihuana-Container nicht unterwegs öffnen. Man sollte sie nicht im Auto öffnen oder sonst irgendwo, sondern man sollte diese Container so geschlossen mit nach Hause nehmen, um 100% sicher zu gehen, dass man eben nicht einer Ordnungswidrigkeit angezeigt wird. Ja, wir nehmen das jetzt und verziehen uns mal nach Hause und werden damit ein bisschen Spaß haben. So, das leckere Gras von Ganja Gourmet, was wir eben gekauft haben, liegt jetzt hinten im Kofferraum, natürlich nicht hier vorne in der Fahrerkabine. Das ist eines von vielen merkwürdigen Gesetzen, die hier in Colorado rund um Cannabis gelten, nämlich das Cannabis muss beim Fahren out of reach of the driver sein. Das heißt, ich darf hier als Fahrer keinen Zugang zum Cannabis haben, weil sonst könnte es ja rein theoretisch sein, dass ich mir ganz schnell hier einen drehe und den wegrauche während der Fahrt. Das darf natürlich nicht passieren, man muss hier nüchtern fahren. Also liegt unser Cannabis immer im Kofferraum, so wird es von den Dispensaries empfohlen. Trotz der kindersicheren Verpackung, also obwohl es so gut eingepackt ist, liegt es hinten im Kofferraum. Dementsprechend natürlich auch Rauchen im Auto verboten, Rauchen in der Öffentlichkeit von Cannabis ist verboten. Ja, an diesen Punkten muss man vorsichtig sein. Das heißt, es gibt hier in Denver auch de facto sehr wenige Läden, in denen man Cannabis konsumieren kann. Wir haben einige davon besichtigt und werden euch davon auch Bilder zeigen. So, jetzt fahren wir zu River Rock, eine andere Dispensary hier in Denver, und werden euch dort noch ein paar schöne Bilder mitbringen. Hoffentlich von dicken Pflanzen und dicken Buds. Ich denke, ihr könnt euch jetzt schon mal freuen und ja, wir sehen uns dort.